Tipp Nummer 3 ist Softness. Softness steht ganz vordergründig für Entspannung. Für Entspannung mit dir selbst, für Entspannung aber auch mit dem anderen. Die Entspannung ist daher total wichtig, weil der Orgasmus ein Reflex ist, der natürlich dann passiert, wenn ich vorher ganz angespannt und verkrampft war. Bin ich aber entspannt die ganze Zeit, habe ich die Chance, mein Liebesspiel auch lange, lange auszudehnen. Genau, und ganz explizit im Körper achten wir da auf die Beckenmuskulatur, weil gerade da in unserem Becken spannen wir an, kontrahieren die Muskeln, was automatisch passiert, wenn wir uns dem Orgasmus nähern, aber eben auch da bewusst zu kontrollieren und weich zu werden und entspannt zu werden. Und dann kann sich das Ganze auch nach hinten verzögern.